Yo Leute, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Tag zu einem neuen Video. Ich nehme das hier in der Nacht auf, bin gerade eben heimgekommen, also ich habe im Moment richtig viel Stress, aber das soll mich nicht von einem weiteren Supercard-Video abhalten. Wir sehen hier einmal die Belohnung, die mein Team bzw. ja, wir im Perkix WWE Team erspielt haben. Randy Orton auf WrestleMania, eine Superkarte, die natürlich durchaus auch zum aktuellen Geschehen passt, denn beim SummerSlam, dem größten Wrestling-Event des Sommers im August, wird Randy Orton ja auf Brock Lesnar treffen. Eine durchaus interessante Auseinandersetzung dieser beiden. Das also die WrestleMania-Belohnung. Ich muss jetzt echt mal Props geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Guckt euch diese Top-Riege an. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber ich habe nicht viel gespielt. Guckt euch nur diese Top-Riege an, vor allem Orion ganz oben. Ey, größten Respekt. Ich meine, ich komme mittlerweile einfach kaum mehr zum Spielen. Und dass mein Team sich trotzdem so reinhängt, das finde ich einfach nicht selbstverständlich. Und von daher sollte man da auch mal Respekt zollen dafür, für diese Leistung, denn die ist wirklich, wirklich atemberaubend. Das hier also zu der WrestleMania-Belohnung. Und jetzt gehen wir zu WrestleMania Fusion. Es gibt ja seit einigen Tagen die WrestleMania-Fusionen. Hier ist meine aktuelle und ich bin einfach mal gespannt, was da rauskommt. Soll ich mich umdrehen? Komm, ich drehe mich mal wieder um zur Feier des Tages. Oh. Oh shit. Da werden sich die ganzen People's Champion Challenge Spieler freuen, ey. Der krasseste Boost ever. Und viele werden sich jetzt, oder würden sich jetzt ärgern, oh, kein Superstar und so weiter. Leute, guckt euch allein mal diese Werte an, die man mit dieser Karte erzielen kann. Plus 70 auf alle Deck-Attribute. Das ist die krasseste Boost-Karte im Spiel. Also damit verlierst du eigentlich kein PCC-Game mehr. Von daher ist das auf jeden Fall schon eine coole Sache mit diesem Pick. Aber gut, ich würde sagen, das war es erstmal von meiner Wenigkeit zur Supercard. Also ihr seht, ich bin gerade echt nicht so involviert, bin extrem im Stress. Ich bin ferienreif und Ferien gibt es auch bald hier in Bayern. Von daher danke, dass ihr dabei wart. Haut eure Meinung zu allen möglichen Themen in die Comments. Es gibt jetzt übrigens eine Neuerung auf dem Kanal. Da ich mich ja entschieden habe, mit Raw und SmackDown nicht mehr so viele Podcasts hochzuladen, gab es durch die Umfrageergebnisse der letzten Raw-Review ein Ergebnis. Es wird jetzt also jeden Mittwoch eine Raw vs. SmackDown Review geben, wo wir beide Shows besprechen und am Ende sagen, welche uns besser gefallen hat diese Woche wegen dem Konkurrenzdruck und wegen des Roster-Splits. Außerdem gibt es jetzt dienstags keine Review, dafür irgendwie ein Pro-10-Video oder so. Oder ja, mal sehen, einfach irgendein Standardformat von mir. Da ich finde, man sollte nicht mit dem Podcast zu übertreiben. Denn wenn man 3 Stunden Raw hat und dann zusätzlich nochmal die Review dazu und dann das gleiche bei SmackDown mit 2 Stunden, also da kommt ihr nicht mehr hinterher. Da komme ich nicht mehr hinterher. Das wollen wir nicht. Von daher, danke, dass ihr dabei wart, Leute. Ich hau rein und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.